So, mein lieben Freunde, so sieht das neue Setting aus. Wir sind wieder ordentlich beim Antesten meiner Do-It-Yourself-Poolwärmepumpen-Geschichte für eine Brauchwasseraufbereitung. Das Video hat für sehr viel Furore gesorgt. Wir hatten auch Diskussionen rund um die Legionellen. Da werden wir auch einen eigenen Beitrag starten. Ich zeige euch jetzt noch aktuell, was ich da alles umgebaut habe bei mir und was ich gemacht habe, dass meine Poolwärmepumpe ein wenig mehr Leistung vollbringt. Jetzt einmal nur kurz zur Übersicht. Viele Leute fragen mich immer, geht das, verschiedene Inverter parallel zu schalten auf einer Batteriebank und dergleichen. Es ist immer alles rund um den leidigen Thema der Kommunikation mit den Batterien. Also Freunde, ihr seht, ich habe hier 1, 2 und da drüben 3 Stück Inverter, die summa summarum 14 kW PV-Platten verarbeiten. Und das Ganze hängt dann wirklich auf einer großen Batterie. Ich bin da hinten jetzt schon ein wenig beim Umbauen. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte das ganze Setting auf 19 Zoll verfrachten. Und da haben wir jetzt auch schon einen neuen Batterietyp von Master Batteries, eine U-Power. Den werden wir uns aber ein eigenes Testing anschauen. Und dass das Ganze auch authentisch ist. Habe ich mir jetzt einen Shunt gebaut mit 300 Ampere. Dementsprechend können wir auch wirklich ernsthafte Messwerte dann ermitteln. Was ist denn Beiverbrauch von den Invertern und dergleichen? Wir sehen es gerade, hier hängt meine Poolwärmepumpe drauf. Das heißt die Umwälzpumpe und die Poolwärmepumpe. Und bei 980 Watt, weil 80 Watt braucht die Umwälzpumpe, habe ich das Maximum des Systems und des Kompressors erreicht. Weil 900 Watt kann die Poolwärmepumpe. Und wir haben heute aktuell 5,77 Kilowattstunden an Energie verbraucht. Randnotiz, so schaut der Sinus von diesem Hybridinverter von EASAN aus. Dieser Kerl versorgt mir aktuell die Poolwärmepumpe, ist nur für ein Testing, machen wir natürlich klarerweise ein eigenes Video. Der ist einmal zur Abwechslung sogar ein wenig brauchbar, weil der kann sogar ins Netz Überschuss zurück einspeisen. Aber wir wollen ja über der Poolwärmepumpe-Geschichte ein wenig diskutieren. Das ist jetzt mein neues Testsetting. Hier habe ich noch 2 Heizstäbe drauf von meinem Elektro-Heizstab, jeweils die 1,5 kW. Das heißt, wenn ich die da jetzt noch drauf gebe, ihr seht, geht sofort die Leistung rauf. Aber ich möchte das Messergebnis jetzt nicht verfälschen. Jetzt schauen wir rüber, was ich da so zusammenfabriziert habe bei der Poolwärmepumpe. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin bis dato recht glücklich. Werde das jetzt da eine kleine Videoreihe machen, weil ich sage jetzt einmal, mit den hohen Außentemperaturen hat das nur bedingt eine Qualität. Es geht ja dann vielmehr im Bereich um den Winter. Ich muss mir dann das eine oder andere an Messutensilien noch beschaffen. Das heißt, dass das auch eine gewisse, sage ich mal, statistische Qualität hat. Aber das schauen wir uns dann gesondert an. Ich habe das Setting nach wie vor unverändert gelassen und hier nicht täuschen lassen von diesen 39 Grad. Ich werde euch dann gleich zeigen, was es mit den 39 Grad auf sich hat. Ihr seht es, ich habe da so einen kleinen Steuerknüppel reingebaut, beziehungsweise ein Potentiometer. Und damit im Prinzip mache ich nichts anderes. Ich verfälsche den Messwert, der was hier bei der Einlauftemperatur reingeht, damit der Kompressor länger läuft. Und dadurch schaffe ich, ich hoffe ihr seht es, mit meiner Do-It-Yourself-Poolwärmepumpe knapp die 60 Grad. Also wir werden jetzt irgendwo in der Bandbreite, sage ich mal, 55 bis 58 Grad sein. Ganz genau werden wir es dann unten erspechteln, wenn ich jetzt den Temperaturfühler dann auf 0 drehe. Dann haben wir nämlich wirklich den originalen Messwert. Das werden wir gleich gemeinsam machen. Diese Pumpe habe ich falsch montiert. Das haben mir Gott sei Dank die vielen helfenden Freunde schon erklärt. Die gehört dann um 90 Grad gedreht. Das heißt, dass hier das Teil der Welle ist, zwecks der Lagerung. Hat ein Elektriker nicht besser gewusst, bin ich aber froh, dass wirklich die Leute sehr brav sind und zuschauen. Das mache ich dann, wenn ich die wirkliche Position der Wärmepumpe auserkort habe. Weil da war es jetzt nur zum Antesten mit der Wärmepumpe. Und ich habe fast das Gefühl, dass ich es dann hier irgendwo hin platzieren werde, warum das Ganze. Naja, diese Off-Grid-Inverter haben halt massiv Verlustleistung. Dementsprechend ist das jetzt hier der wärmste Raum.
da hinten eigentlich macht es dann Sinn, wenn ich mit meinen Mining-Rigs arbeite, aber wir wissen ja nicht, ob das Krypto-Mining-Geschäft in Zukunft auch ein Geschäftsmodell ist. Des Weiteren haben wir das Problem, dass wir im Winter trotz PV-Anlage enorme Energieknappheit haben. Dementsprechend hat das alles keine Qualität. Dementsprechend glaube ich, werde ich es irgendwo hier an die Decke packen. Da muss ich mir noch einen Platz auserkoren. Aber jetzt fürs Erste, fürs ganze Testing reicht mir das einmal. Weil ihr dürft es nicht vergessen, bei diesen ganzen Off-Grid-Invertern sind dann schon einige Kilowattstunden am Tag. Die, was wir hier Verlustleistung produzieren und dementsprechend ist es hier immer extrem warm. Aber jetzt genug der Worte, jetzt schauen wir, was uns die Poolwärmepumpe für eine Temperatur zurückmeldet. Weil sie wird jetzt irgendwann sowieso ausschalten. Das heißt, sie hat dann das Maximum erreicht. Spätestens bei 40 Grad ist ja die interne Temperatur, was ich eingestellt habe, weil serienmäßig kann der Kerl nicht weiterlaufen. Und ich werde jetzt einfach hier meinen 3 Kilo-Ohm Potentiometer zurückdrehen. Und ihr seht, aktuell laut diesem Fühler haben wir in dieser Leitung 51 Grad. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht ganz stimmen. Warum? Ich mir nämlich nicht vorstellen kann, dass dieser Kollege hier so viel lügen tut. Das werden wir aber dann mit elektronischen Messfühler genau prüfen. Wie gesagt, mit den 51 Grad ist schon sehr beachtlich. Bitte nicht vergessen, das hier ist jetzt ein 500 Liter Warmwasserspeicher. Ja, meine Freunde. Und diese 500 Liter, das Register ist ja da seitlich eingebaut. Das heißt, da unten und da oben ist das Register. Das heißt, hier bei diesem Boiler ist wirklich zur Gänze die 500 Liter jetzt auf diese Temperatur temperiert. Und vorher mit dem Elektroheizstab, der was auf dieser Höhe verbaut ist, habe ich ja nur 50% des Wassers temperiert. Das heißt, bei unserem momentanen Duschverhalten würden wir locker trocken 2-2,5 Tage da drüber kommen. Ihr habt es vorher gesehen, ich glaube 5,78 Kilowattstunden war der Verbrauch. Und da muss ich aber echt fairerweise sagen, wenn ihr nur bis 40-41 Grad raufheizt, ist das locker unter 4 Kilowattstunden zu machen. Aber jetzt kommt ja die essentielle Komponente. Was haben wir hier für eine Raumtemperatur? Ich habe das Mining Rig da hinten ausgesteckt schon ein paar Tage. Ich habe da draußen auch das Fenster geschlossen. Ich habe auch hier das Fenster geschlossen. Warum? Damit wir einfach einen geschlossenen Raum schaffen, damit wir wirklich ernstzunehmende Temperaturmesswerte haben. Und das Wetter ist heute nicht ganz berauschend, aber trotz allem werden wir sicher draußen Außentemperaturen, ich sage mal so, um die 23 bis 24 Grad haben. Wenn ich den Baukörper hier angreife, merke ich schon, dass wirklich die Oberfläche ein wenig abgekühlt ist. Es hat auch ein wenig einen muffigen Geruch. Das heißt, es riecht ein wenig so komisch, so muffig wie nach altem Keller. Das habe ich erst seitdem ich das Ganze gekapselt betreibe. Aber die Experten unter euch werden mich da sicher dementsprechend coachen, woran das ist. Die Feuchtigkeit kann es meines Erachtens nicht sein, weil da sammle ich das Wasser. Das im Prinzip ist das Kondenswasser. Ich muss meine Lampe hin. Das ist das Kondenswasser der letzten 2,5 Tage. Und das muss ich da immer einmal in der Woche ausleeren. Aber das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Wenn ich dann das gut gelöst habe, das soll quasi fast destilliertes Wasser sein, hat man mir schon von mehreren Seiten mitgeteilt. Also da können wir dann für unsere Wasserstoffprojekte das eine oder andere, wir haben ja auch vor, selber Wasserstoff zu produzieren, dann auch das gleich weiterverwerten. Und jetzt wird es Zeit, noch einmal das Typenschild für diejenigen, die sich das erste Video nicht angeschaut haben. Und jetzt wird es Zeit, dass ich euch einmal zeige, was ich da einfach großartigerweise getrickst habe. So schaut das Ding von innen aus. Relativ einfache Technik. Der Kompressor soll angeblich von Toshiba sein. Und ich habe nur im Prinzip, hier seht ihr es, das ist ein Potentiometer, 3 Kilo Ohm.
da würden wir auch weniger reichen. Ich habe die 3 Kilo Ohm deswegen verwendet, weil genau der Messwert bei diesen rund 28 Grad waren hier 3,3 Kilo Ohm. Dementsprechend, ich habe nicht gewusst, muss ich seriell schalten oder parallel schalten. Und da das Kabel 1 ist im Prinzip hier bei dieser Steuerung auf diesen Pin, wo ich jetzt da reingefahren bin, angesteckt. Ich habe mir im Prinzip von irgendeiner Printplatte diese Stecker runtergelötet und da selber ein Adapterkabel gebaut. Das heißt, ich stecke jetzt hier ab und ich stecke dann hier wieder an. Ich habe dann wieder Originalzustand, weil wie gesagt, ich verändere hier nur den Eingangstemperaturmesswert. Und im Prinzip der Wärmetauscher, der ist aus Kunststoff und da im Prinzip sehe ich dann eher das größte Problem mit den hohen Temperaturen in der Kompressorseite und auch beim Verdampfer, da sehe ich jetzt mal überhaupt kein Problem. Das muss ich jetzt da drüben auch einmal beobachten, warum das hier so eingebeult ist, bei mir ist das erste Mal nicht so vorgekommen. Das wird wahrscheinlich daran schuld sein, weil ich das Ding dann ein wenig am Limit betrieben habe. Die ganze Schaltung ist relativ einfach, ist auch super beschrieben vom Hersteller. Im Prinzip, das ist der kleine Kerl. Und die einzige Veränderung war im Prinzip hier da meine Potti-Geschichte. Das heißt, wenn ich hier jetzt drehe, verändere ich jetzt die Temperatur und diese 51 werden wahrscheinlich 52, 53 oder gar mehr sein, weil einen gewissen Innenwiderstand, Restwiderstand hat auch der dann, wenn er dann auf 0 gestellt ist, zwar minimalst, aber das reicht sicher aus, um hier dieses Messergebnis zu verfälschen, aber egal, Freunde, meine Erfahrungen waren diese, wenn man mal auf 42 Grad kommt, weil 40 Grad geht das standardmäßig, war ich schon sehr glücklich mit den 40 Grad. Aber man merkt dann schon, wenn ein paar Leute duschen, wenn man da nicht sofort wieder einschaltet, weil ich fahre den nur mit PV-Überschuss. Ich habe da so eine komische Steuerung. Da mache ich eh dann so ein Video. Das sind diese Billigsdorfer Steckdosen von TP-Link. Das sogenannte Tabo heißen die. Also kostet keine 10 Euro, natürlich 40 Euro für ein Viererset, da macht man ein eigenes Video, das ist im Prinzip meine Steuerung aktuell. Da ist im Prinzip der FI-Schutzschalter von der Poolwärmepumpe noch extra. Die, ihr seht es eh, die habe ich dauerversorgt, weil ich glaube, wenn man die schalten würde, muss man dann immer neu betätigen. Das ist also eine Sicherheitsschaltung, das ist ein bisschen lästig, aber im Prinzip die Pumpe ist ja flussgesteuert. Das heißt, mit dieser Funksteckdose schalte ich die Umwälzpumpe, die was hier noch immer falsch montiert ist, werde ich logischerweise drehen. Ich möchte das Ding weiter betreiben, nur da muss ich das Wasser ablassen. Bei dem nächsten Umbau werde ich die um 90 Grad drehen, weil im Prinzip die Welle soll so sein, wenn ich die Kommentare alle richtig verstanden habe. Zeigst den Lager, was dann auf der Hinterseite ist. Die Pumpe selber ist sehr günstig, ist glaube ich eh auf meiner Webseite verlinkt. Ist natürlich eine klassische, keine Energiesparpumpe, die braucht zwischen 80 bis 100 Watt, das hat dann mit dem Wasser zu tun, je nach Temperatur. Also 100 Watt kann dann schon sein, was sie auf der Stufe 2 braucht. Ich fahre sie jetzt da, ob ihr es seht. Hier ist die Stufe 3. Und hier ist die Stufe 2 und hier ist die Stufe 1. Und die Stufe 2 ist optimal vom Durchfluss. Das heißt, dass die Poolwärmepumpe glücklich ist. Ja, es ist wirklich, waschen einfach. Klappt wirklich irre gut. Nur bei den Kilowattstunden muss man jetzt ehrlich sein. Das habe ich ja vergessen, für lauter Quatschen. Ja, dann habe ich jetzt da am Boden immer liegen gehabt. Das sieht man auch nicht gut. Aber so ungefähr 25,5 Grad habe ich noch immer in diesem Raum. Also dieser Baukörper ist noch immer sehr erwärmt. Dementsprechend halte ich jetzt aktuell von den Stromverbrauchswerten noch nicht viel, weil einfach dieser Baukörper noch zu warm ist. Also der Kilowattstunden Stromverbrauch wird auf alle Fälle steigen bei kälteren Temperaturen. Dementsprechend
Das Fenster ist jetzt zwar schon eine Woche zu. Das ist auch schon eine Woche zu. Natürlich die gewisse Wärme von den Invertern, von dem nächsten Raum, die kommt dann natürlich her. Aber man merkt schon, hier ist der Baukörper um einiges kühler, also gleich wie hinten, weil im Prinzip hinter mir die kalte Luft nach vorne strömt. Und je weiter ich dann nach vorne gehe, merke ich dann schon, der Baukörper hier ist wärmer. Hier sind noch blöderweise auch die Fenster offen. Das hat mit meinen ganzen Powerstation-Testing-Geschichten zu tun, mit den Kabeln. Natürlich umgekehrt muss ich auch sagen, die Inverter laufen ja rund um die Uhr. Ich fahre ja komplett autark das Haus und dementsprechend, die machen Wärme. Und das ist jetzt im Prinzip für mich, für euch. Schwitzt doch ein wenig. Natürlich ist auch ein schwüles Wetter. Für mich, für euch zum Herausfinden, wo liegt die Wahrheit, was haben wir wirklich für einen Stromverbrauch. Dieser 5,85 Kilowattstunden war jetzt der Stromverbrauch komplett mit der Umwälzpumpe und der Wärmepumpe. Ich habe einen Elektroheizstab, egal was ich gemacht habe, immer 15 Kilowattstunden benötigt. Wobei ich jetzt hier ehrlich gesagt die doppelte Wassermenge auf alle Fälle zur Verfügung habe. Und das Ganze jetzt, wenn die Legionellen, werden wir bei einem anderen Video diskutieren. Ich war einmal Haustechniker bei einem Fußballstadion und wie gesagt, da habe ich auch was dazulernen müssen. Das Ganze wird ein bisschen zu hoch gesponnen. Legionellen ist ein Sicherheitsrisiko, aber da kann man auch selber einiges dazu beitragen, damit man seine Wasserversorgung unter Kontrolle hat. Was meine ich damit? Jeden Tag wie dämlich auf 70 Grad aufzuheizen ist dann doch nicht der richtige Weg, weil das Leitungsspüdeln doch auch wichtiger ist. Also klingt jetzt blöde, du sollst eigentlich deine ganzen Wasserleitungen einmal alle Entnahmestellen für 3 Minuten mindestens auf 65 bis 68 Grad spülen. Das heißt, da dampft es richtig raus aus deinen Wasserleitungen. Ich bin überzeugt von euch allen, das werden die wenigsten machen. Ich weiß ja auch nur, weil ich selber mal in einem Fußballstadion diese Aufgabe über hatte. Und da ist eigentlich mehr zu erreichen, als nur wie blöde jeden Tag am Limit raufzuheizen. Ich habe jetzt bei Schönwetterperioden bis jetzt genau einmal den Speicher mit dem Elektroheizstab nachgeheizt. Das heißt, wenn ich eben wie jetzt da geschätzt, sage ich mal 53 bis 55 Grad, da wird jetzt ungefähr die Wahrheit sein, aufgeheizt habe, schalte ich jetzt dann auch hier meinen Speicher dazu ein. Das heißt 3 kW und das dauert jetzt da. Ich werde das jetzt für euch noch filmen, bis wir dann dort drüben irgendwo im Bereich der 70 Grad sind. Also wir starten jetzt von den 5,87 kW weiter, bis wir dann irgendwo da in dieser Bandbreite liegen. Und dann glaube ich, für alle diejenigen, was Angst haben von den Legionellen, sind wir relativ safe. Das mache ich ein wenig später. Jetzt breche ich mal hier das Video ab, aber das kommt noch bei diesem Video. Und damit ihr auch versteht, wieso ich immer mit dem Bereich Kryptomining mich befasst habe oder auch jetzt mit dieser Poolwärmepumpe und die unbedingt im Haus verbaut haben möchte. Heute war relativ stark Regen und das Haus, wo ich jetzt stehe, dieser Abschnitt ist zwischen 52 bis 55 gebaut geworden. Das Haus ist nur zu einem gewissen Teil unterkellert. Ihr seht selber, dass da drüben ist schon die Erdwand, also da stehe ich schon auf Erde an, das heißt, wir haben maximal 50% Kellergröße im Verhältnis zur gesamten Grundfläche und ich habe dann jetzt eine Pumpe montiert, die pumpt wie blöde dann immer das Wasser raus und dementsprechend habe ich hier eigentlich in dieser Situation, was ihr da gerade am Boden seht und die ist heute sehr, sehr tiefenentspannt, also normal kann ich da ja so 10 cm mir gönnen. Das haben wir jetzt aber mittlerweile nicht mehr, sonst würde ich die ganzen Utensilien hier nichts am Boden stehen haben. Aber durch diesen 10 cm, wo wir dann teilweise ein kleines Aquarium hatten, ihr seht es auch hier, hat es mir jetzt gerade das Wasser reingedrückt, währenddessen ich hier filme. Hier ist nirgends eine Leckage. Das drückt es mir, das ist wieder eine, ist quasi eine Erdmauer. Hier dieselbe Situation, keine Leckage und das war eigentlich der Grund.
wieso ich mit dem Kryptomining mich begonnen habe zum Auseinandersetzen, weil wenn man da nichts macht, hat man Schwarzschimmel. Und für diejenigen, die was meinen, das wäre so ganz einfach zu lösen, ich habe hier eine Hanglage, ich müsste auf meiner Hofseite, also im Prinzip diese Richtung 8 Meter dahinter, 4 Meter tief in die Erde graben, habe da aber noch das Risiko, dass mir der Hang von oben runterrutschen kann. Abgesehen davon, dass man die angebaute vor 10 Jahren, da hat das Ganze 45.000 Euro gekostet und da reden wir ja nicht, dass ich da irgendeine High-End-Firma geholt hätte. Das ist einfach enormer Aufwand, diese Kellergeschichte, im Prinzip eine Drainage zu legen, damit das hier nicht passiert, damit ihr das versteht. Und das ist der Grund, wieso ich seit eh und je mir sehr viel Gedanken mache, mit was für technische Möglichkeiten ich meinen Keller einigermaßen trocken halte, beziehungsweise die Feuchtigkeit rausbekomme. So, und dass ihr seht, dass der Shunt funktioniert. Ich ziehe gerade rund 2,35 Kilowatt aus der Batterie, 48 Ampere. Der Heizstab, zwei Elektroheizstäbe, die zwei Stufen haben 2,8 Kilowatt. Von den PV-Platten bekommen wir noch 138 Watt und bei diesem Inverter, ihr seht, minimaler Netzbezug, also wenig was holt sich der Inverter gerade aus dem Netz. Ja, das ist eine eigene Wissenschaft, aber zu den Herren machen wir dann eh noch ein eigenes Video. Und obwohl der Inverter netzparallel läuft, ihr seht es, der Sinus ist jetzt latzbezogen ein wenig schlampiger. Ich habe jetzt gerade eine Stufe weggenommen. Und jetzt da bei Null Last ist er sauber, der Sinus. Ich gebe jetzt wieder eine Stufe drauf. Und irgendwann, ja, ihr seht es, es verzieht den Sinus. Nur, dass ihr das auch einmal gesehen habt. So, der Heizstab hat inzwischen den Geist aufgegeben, beziehungsweise der Bimetallschalter lässt keine Schaltung mehr zu. 85 Grad habe ich hineingestellt und wir haben jetzt inzwischen noch einmal gute starke 4 Kilowatt benötigt, damit wir jetzt da um den Bereich des Heizstabs die 85 Grad erreicht haben, weil ja das Thermostat am Heizstab jetzt nicht mehr schaltet. Inzwischen habe ich da ein wenig Hochwasserbekämpfung betrieben, aber das hält sich für diesen Scharfregen, was wir heute haben, relativ in Grenzen. Also laut dieser Anzeige rund 70 Grad. Okay, jetzt geht er wieder, weil er war 85. Ich weiß nicht, ob ihr das Klacken vernommen habt. Ah, na, jetzt geht er nicht mehr. Also, ja, okay, das Raufklopfen. Hat da scheinbar ein wenig nachgeholfen. Aber das heißt, hier im Bereich um den Elektroheizstab haben wir die 85 Grad und der Kollege da oben ist ja auch ein wenig träge. Da ist ja nur ein Messing-Metallstab, der was reingeführt ist. Soweit ich das weiß. Schauen wir mal, ob wir da kein Blödsinn reden. Ich habe den Kollegen noch gar nicht so in Einsatz gesehen. Okay, da habe ich jetzt gelogen. Das dürfte so ein Kapillarrohr-Ding sein. Also mit so einem Rohr mit Flüssigkeit. Aber mehr schaffe ich jetzt gar nicht, meinen Warmwasserspeicher aufzuheizen. Damit wir jetzt die kleinen, gemeinen Kerlchen auch unter Kontrolle haben. Ich bin dann wieder froh, wenn ich das nächste Mal meine Poolwärmepumpe einschalten kann, damit ich eben diese ganzen Feuchtigkeitsgeschichten jetzt da aus meinem Keller rausbekomme. Das hält sich aber heute alles sehr in Grenzen. Wie gesagt, wir haben ja auch, hier geht so ein Gardena-Schlauch raus. Da habe ich eine Pumpe hinten in einer Schacht versteckt. Also das klappt mittlerweile schon alles sehr gut. Den setze ich jetzt da auf 0 zurück für den nächsten Test. Dass wir dann wissen, wie es bei den nächsten Aktionen ausschaut.
Dein Wärter spannenderweise schickt sogar die 24 Watt wieder zurück ins Netz, in den Exportmodus. Und das Einzige, was ich bei den Shunt kritisieren muss, ist, dass er die Richtung nicht erkennt. Das heißt, Bezug oder Reinschicken erzählt immer in eine Richtung, er addiert alles. Da muss man den Shunt dann auch jedes Mal beim Test wissen, was für eine Richtung man ihn scheinbar betreibt und auf 0 zurücksetzen. Man kann diesen Wert und die Amperestunden oben auf 0 zurücksetzen. Aber das tut ja momentan nichts zur Sache. Fakt ist es, meine Erkenntnisse vom Stromverbrauch heraus sind, dass wenn du nur 41, 42 Grad, also ein Touch mehr die Temperatur manipulierst, was diese tolle Wärmepumpe serienmäßig liefern kann, meines Erachtens du absolut ausreichende Ergebnisse erzielst, wenn du einen großen Warmwasserspeicher hast, wahrscheinlich bei 250 Liter oder 300 Liter wird das vielleicht ein wenig schwieriger sein, aber wie gesagt, ich bei den 500 Liter Otto da drüben bin mit 42 Grad bis dato sehr gut gefahren und da war auch am Stromzähler der Stromverbrauch sehr, sehr akzeptabel. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich hier mal wieder versucht habe, semi-professionell wissenschaftlich zu untersuchen. Wir werden diese Versuchsreihe weiterführen und schauen, woran wir sind. Ich sage danke für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Mining. Tschüss. Baba.